Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Man stellt sich zum Abschluss dieser Debatte schon die einzig wirklich erhebliche Frage. Worum geht es heute Abend den Grünen eigentlich? Geht es Ihnen um die Frage von Abschiebung oder geht es Ihnen um die Frage von sich selbst und Ihrer Daseinsberechtigung? Es geht in keinem Fall. Man hat fast das Gefühl, dass man eine solche Situation herbeigesehnt hat. Und ich kann nur sagen, es ist der Dramaturgie dieser Debatte geschuldet, dass jetzt ein Nürnberger am Redepult steht. Weil ich Ihnen sagen muss, Frau Göring-Eckardt, ich weiß ganz genau, an wessen Seite Sie stehen. Diejenigen, die in Nürnberg demonstriert haben, die 10 Polizisten verletzt haben, die mit Fahrrädern und Flaschen geworfen haben, waren Linksautonome und keine Schüler. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Weil ich das Gefühl habe, dass es bei dieser Debatte schon längst nicht mehr um die Frage einzelner Abschiebungen geht. Wir haben wirklich gehört, wie wir diese Debatte heute geführt haben. Und ich bin voll des Lobes und des Stolzes, nicht nur über die verantwortungstragenden Ministerpräsidenten, sondern auch der Bundesregierung, die in einer schwierigen Situation genau das herbeiführt, wozu erstens der deutsche Wähler und zweitens das Gesetz uns veranlasst, nämlich in einer Situation eine neue Lagebewertung herbeizuführen, um tatsächlich keine Fehler zu machen. Das ist das, was Recht und Ordnung in diesem Land haben will. Und deshalb bedanke ich mich auch an dieser Stelle beim Bundesinnenminister und dem Außenministerium. Es geht um nicht weniger als die Durchsetzung nationalen und internationalen Rechtes. Wer tatsächlich bei der Frage von Rückführungen in Ländern keine Unterscheidung mehr machen will, ob wir in einem wirklich gerichtlichen Verfahren nach einer schweren Entscheidung in einem Asylverfahren, nach schweren Entscheidungen durch die Instanzen hindurch letztendliche Abschiebungsverfügungen erstellen, oder aber den genauso behandelt, der tatsächlich in einem Asylverfahren in diesem Land als derjenige anerkannt wurde, der hier Schutz hat vor Verfolgung. Der versündigt sich an dem Auftrag nicht nur unserer Bürger, der versündigt sich am Auftrag unseres Gesetzes, weil er letztendlich nicht gegen Abschiebungen ist, sondern gegen den Rechtsstaat. Wer konsequent Recht anwendet, muss auch konsequent Recht dann anwenden, wenn es um Rückführungen geht. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir die Situation in Afghanistan unter die Lupe nehmen. Wir haben nicht nur gehört, wir wissen es, auch Sie wissen es, dass es sich um eine durchwachsene Situation handelt, dass es sehr wohl inländische Fluchtalternativen gibt. Und in die Richtung der Linken zu sagen, muss man mal, wenn man hier den UNHCR schon anführt, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass unter Mithilfe, Mitorganisation des UNHCR Hunderttausende von Paschtunen aus Pakistan nach Afghanistan freiwillig zurückgeführt wurden. Man kann doch nicht in jedem dieser Fälle sagen, dass man die Leute in ein total unsicheres, in ein total doktrinäres, in ein total zerbombtes Land führen würde. Es führt an der Realität vorbei, wenn man diese Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen will. Und letztendlich bleibt es schon auch eine Frage denjenigen gegenüber, die wirklich ein Anrecht haben, in diesem Land zu bleiben. Es bleibt eine Frage nicht nur der Gleichbehandlung, sondern eine Frage der Humanität, dass wir den Menschen, denen wir auch wirklich zu Recht ein Heim, einen Hafen geben, dass wir denen unser Land zur Verfügung stellen, unsere Kapazitäten zur Verfügung stellen und dass wir sie nicht aufzehren, indem wir alles gleich machen. Das ist ein Davonlaufen vor der moralischen Frage, ein Davonlaufen vor der Tatsache, dass Sie persönlich eine Entscheidung treffen müssen. Und diese Entscheidung heißt nicht, gegen jegliche Art von Rückführung zu sein, sondern diese Entscheidung heißt, die Fälle unterscheiden, die Fälle anhand der Tatsachen des jeweiligen Rückführungslandes, der Situation dort und der Tatsache, ob der Antragsteller in diesem Land ein Recht hat zu bleiben oder die Pflicht hat, zurückzugehen, gerne mit unserer Unterstützung, gerne mit unserer Hilfe. Aber wer das nicht zur Kenntnis nehmen will, der hebelt am Ende diesen Rechtsstaat auf und der hebelt am Ende das gesamte Asylverfahren auf. Deshalb ist dieser Kompromiss richtig.
Vielen Dank, Herr Kollege Frieser. Bevor ich diese Aussprache schließe, gebe ich das Wort noch dem Kollegen Omnipur für eine Kurzintervention.